Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 19. März. Damit den einen Tag noch vor dem Märzverfall. Unserem DAX, ja, können wir gar nicht so viel sagen. So viel ist nicht passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, drumherum war mir viel zu viel Wirbel gewesen. So auch von den Leuten. Also, ich mache so drei Kreuze, wenn das vorbei ist. Also, ganz ehrlich, das ist auch natürlich mit unserem Plattformumzug momentan, also für mich gefühlt, also die Katastrophe halt, ne, gerade. Das ist so viel Aufregung, so viel Hickhack. Jetzt haben wir auch noch in der Familie einen bestätigten Corona, also eine bestätigte Corona-Infektion. Meine Schwester ist quasi infiziert und ja, jetzt geht's los. Ne? Vor ein paar Tagen habe ich hier noch schöne Witzchen gerissen. Jetzt sitzen wir da und bammeln ein bisschen um meinen Opa, der da in engerem Kontakt auch stand, da meine Schwester den gepflegt hat. Ja, das ist nun alles. Da kriegt man mal doch ein bisschen auch die andere Seite der Medaille zu sehen. Für mich auch nochmal ein bisschen ein kleines Durchschütteln gewesen heute. Aber ja, trotzdem, es ist noch sehr, sehr viel Aufregung da, es ist sehr, sehr viel Nervosität da. Ich kann sagen, wenn ich jetzt so auf den Chart gucke, kann ich es gar nicht verstehen, wo es herkam. Es wurde, also ich wurde sehr verrückt gemacht, so über den Tag, ja, mit Handelssperren und so weiter und so fort und da, hier und es war sehr, sehr viel Unruhe drin, also bei den Leuten. Dadurch, dass wir eigentlich gar nicht so viel gesehen haben, verwundert mich das jetzt im Nachhinein doch schon ein bisschen. Aber es kann schon ein Indiz dafür sein, dass wir vielleicht jetzt eine Bodenbildung mal angehen. Wir haben jetzt hier einen Doppelboden stehen. Ich will das noch nicht zu früh feiern, weil das ist das. Die Rechtfertigung haben wir noch nicht. Das wäre erst oberhalb von 6,40 gegeben. Aber ich sag mal, wenn ich mir den Nasdaq angucke, der hat ein neues Tief da unten gerissen. Der hat ein neues Tief gerissen und direkt wieder nach oben geballert. Der ist fast am fast an der Tageseröffnung ist der rausgegangen. Also, wenn ich mir so eine Kerze angucke, Freunde, Onze, wir holen uns das. Wir holen uns den rein. Wo ist er denn? US-100 Tech heißt er. Wer sieht ihn zuerst? Da oben ist er. Wenn ich das hier angucke, was der jetzt hier für Kerzen hintereinander gestellt hat, dann ist das definitiv eine Stabilisierung. Also da kommt wieder Cash rein. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Fed ist, die reinstürzt oder was auch immer. Aber das schaut schon nach einer Stabilisierung aus. Nach einer Bodenbildung letztendlich auch halt, ne? Und das jetzt hier schon seit 1, 2, 3, 4, 5 Tagen, die Tiefs nur noch minimal. Im Dow Jones, ja, den hätte ich eigentlich noch tiefer gesehen. Müssen wir mal gucken, wie der sich hier noch entwickelt. Der hat halt auf Monatschart-Ebene hat der halt hier, der hat halt dieses 2015 hoch. Das ist noch so attraktiv, ne? Wenn man hier mal guckt, hier einmal oben drauf setzen, sehen Sie das hier? Zack, dieses Hoch einmal oben drauf, um die 18.000 rum. 18.300. Also das hätte halt schon auch noch gepasst. Da müssen wir mal gucken, wie es sich entwickelt. Was ja natürlich auch krass ist, ist jetzt hier, dass im S&P hat man sowas mal vor Wochen mal vorgestellt, ne? Können Sie sich noch erinnern? Da haben wir aber gesagt, wenn er oben raussteigt, hat er eher mehr die Chance zu übertreiben und eben nicht dieses Muster zu machen. Jetzt hat er es im Nachhinein doch trotzdem gemacht. Eigentlich ist es ein Abschlussmuster. Es ist eine 1, 2, 3, 4, 5. Das wird ja mega interessant. Also. Wenn er das spielt, Muster, dann kommt jetzt nochmal das Finale nach oben. Aber Richtung das hier. Das würde ja gar nicht passen. Jetzt ist man so verrückt hier, dass es jetzt die nächsten paar Jahre fällt. Also da bin ich mal gespannt. Aber wenn er jetzt wirklich sich hier oben reindreht, ne, also dieses typische Muster, das ist ein weites Dreieck. Das ist häufig in der Topformation, aber von den Bewegungswellen haben wir hier quasi eine A, B, C, D, E. So, ne, also auch wer sich ein bisschen mit den Wellen beschäftigt und so weiter, ist das jetzt hier das Finale von dem Korrekturmuster, was seit halt hier besteht. Und dann geht es jetzt in die Trendfortsetzung. Und dann müsste man dann quasi hierher gehen, zack, 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 und dann Projektionsziel. Nee, wir bleiben. Weiß ich. Ja, manchmal ist es die Theorie. Wir haben auch das Dreieck hier schon mal gezeichnet gehabt im S&P, ne? Ah, das wäre ja mega krank. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich denke schon, dass wir da noch ein bisschen mehr Folgen von haben. Aber ich würde auf jeden Fall die nächsten Tage jetzt mal ein bisschen gucken. Das Rohöl jetzt unter meine 25 gefallen. Also. Das finde ich interessant. WTI, ne, unter 25, den finde ich interessant Richtung 41, wo dieses Gap ist. Na, also hier oben, da das Gap,
könnte ich mir vorstellen, dass man das von hier mal ein bisschen angeht. Wir sind jetzt hier aufgesetzt, ne, auf der Achse, der sich jetzt wieder hochkämpft hier Richtung 41, 42. Auch vieles Interessantes jetzt. Also Tesla an der 200-Tag-Linie gewesen, die 350, habe ich die hier mit drinne für Sie? Die habe ich hier nicht mit drinne für Sie. Aber können Sie sie selber reinholen? Ne, es sind viele, 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 viele interessante Punkte jetzt heute passiert. Also wir gucken es uns mal an. Ich würde für den DAX das nicht ausschließen. Ich erwarte weiterhin die Rebound-Woche. Bisher ist sie dem nicht nachgekommen. Ne? Wir sind Montag hier reingekommen. Aber wenn wir mal so gucken, diese Trenddynamik, die ist nicht mehr da. Also dafür, dass die Nachrichten so viel schlechter geworden sind und immer schlechter werden und es klingt immer alles katastrophaler, macht der Markt eigentlich gar nicht mehr so viel. Ne? Das ist nur noch zur Seite, der kommt rein, oft mit Abwärtsgap, kommt rein, nochmal Abwärtsgap, ne? Also drei Abwärtsgaps hintereinander hier und dann so viel zur Seite. Die Bewegung jetzt hier zum Mittwoch, die ist schon extrem klein, ne? Wenn Sie das im Verhältnis setzen, hat die Volatilität in dem Sinne deutlich abgenommen auch wieder. Das heißt, den DAX hat es ganz schön ausgefedert, weil der Dow Jones, da haben Sie ja gesehen, der hat ja nochmal richtig, richtig, richtig unten rausgeschlagen. Und für mich ist das ein bisschen Zeichen für eine Trendschwäche nach unten jetzt, für eine Sättigung. Das heißt, ab jetzt ein bisschen aufpassen, wenn der DAX höher steigt, dass man dann die Umkehr nicht verpennt. Ne? Auch die, die da noch krass short sind, wir ziehen es immer weiter mit runter, aber irgendwann klackt das den mal um. Und dann muss man umschalten im Kopf. Also, ich würde mal so sagen, so in die Richtung zum Donnerstag realistisch. Wenn er oben drüber geht, ansonsten haben wir unten noch die 8000, die 8150, vor der er hier so scheut. Das ist das alte 2007er Hoch. Und sollte er ganz tief gehen, dann ist die 7500 hier noch interessant. Wenn er das nämlich macht, dann schafft auch der Dow Jones seine 18.000 dort. Und bei 7500 liegt das 61er Retracement im Wochenchart. Na, also quasi das von. Na, kriege ich hier wieder nicht rein. Ich kriege es hier hin. Ich kann es Ihnen hier nicht zeigen. Aber ich kann sie woanders zeigen, machen Sie kurz und dann können wir auch. Schauen Sie, da sehen Sie es ein bisschen besser. Das alte Hoch aus 2007 und das 61er Retracement von dieser kompletten Aufwärtsbewegung, das liegt hier bei der 7500 rum. Also auf jeden Fall ein interessanter Auflaufpunkt, wenn er noch kommt. Bis dahin würde ich dem DAX auch noch Raum geben, unterhalb. Aber ich weiß es nicht. Also, ich hab Montag nun schon unter Verdacht gestellt, dass er hier ein bisschen in Stabilisierung reinkriegt. Vielleicht sogar eine Umkehrwoche. Ich muss ganz ehrlich sagen, unten raus, ich weiß nicht, also ich ärgere mich nicht, dass ich hier nicht noch Shorts gesucht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin nicht mit glücklich geworden, kann ich Ihnen so sagen. Also ich handle so und so erst ab 39, wenn überhaupt, weiß ich nicht. Der auch immer wieder so stark zurückgekommen, also gut, hier haben wir noch ein Gap drin, hier haben wir noch ein Gap drin. Wir gucken uns das mal an. Auf jeden Fall, ich würde schon so sagen, oberhalb von 8600 würde ich den DAX eher aufwärts noch taxieren, aufwärts sehen von der Erwartungshaltung auch. Hier vielleicht mal ans Band dran, die 9000 nochmal, da ist er oft genug auch weggeprallt. Dann nochmal nach unten hier, vielleicht nochmal von oben drauf, 8600 oder falls dann aufwärts gepreist, das Gap einfach von oben zu machen. Das könnte ich mir vorstellen und weiter. Ansonsten, solange der aber nicht umgeklappt wird nach oben und das ist dann quasi das, was wir die ganzen letzten Tage auch immer wieder gesagt haben. Wir haben noch kein Umkehrsignal. Der Trend ist noch abwärts. Wenn der DAX oben das nicht umklappt, fällt er weiter. Na? Und wir haben auch gesehen, das sagt man die ganze Woche schon, und man macht es auch. Na? Also von daher ruhig noch aufpassen. Nur weil ich zuversichtlich werde, heißt das nicht, dass der Markt auch drehen muss. Na? Also nicht zu sehr in der Meinung da verkämpfen und so weiter. Aber ja. Grundsätzlich, also das sind für mich interessante Punkte. 7500 ist für mich noch interessant, aber ich kann mir gut, so wie die Amerikaner die Tiefs weggenommen haben jetzt wieder, kann ich mir gut vorstellen, dass der hier oben jetzt drüber geht. Über die 600, über die 8600, kann ich mir gut vorstellen. Würde ich den DAX jetzt oben raus Raum zusprechen? Ja, das soweit. Mehr kann ich gar nicht sagen. Das sind die wichtigen Punkte. Na, also schauen wir mal, wie er reinkommt. Weiß es nicht, ich finde, das sieht gut aus. Donnerstage, die knallen immer sehr zur Seite. So ein bisschen aufpassen, da könnte nochmal stärker hin und her gehen. Kann auch ein flacher Start werden, der sich schön aufdreht. Aber so wie der Nasdaq steht, also dass die Tesla an der 200-Tage-Linie gewesen,
Also ich glaube, jetzt kommt ein bisschen Geld rein. Und jetzt muss man gucken, wie viel Geld steht an der Seitenlinie, ne, das rein will. und wie viel flüchtet sich jetzt raus, weil die große Rezession erwarten. Aber so präsent, wie das gerade ist. Also ich, wenn ich das jetzt im Dow Jones sehe, dass der unser Muster gemacht hat, was wir im S&P mal gezeigt hatten, gemalt hatten, dann weiß ich nicht. Das finde ich jetzt schon. Das finde ich jetzt schon richtig krass verdächtig. Aber der ist noch nicht mal dran. Gucken Sie mal. Das ist das Muster, was wir damals gezeichnet hatten. War er aber wenigstens unter dem Tief, weil das hat man damals gesagt. Er muss nicht bis unten an der Linie. Es reicht, wenn er nur ein Tief macht. Ja, er hat sogar ein neues Tief gemacht. Also hier ein neues Tief. Damit haben wir vom Muster zack, 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 zack. Auch fünf Wellen fertig. Boah. Das wär's, ey. Das hier bloß eine große Verarsche war. Das ist das Interessante am Chart. Zack, zack. Ah, ich habe Ihnen erzählt, ne? Dass ich Sparplan angefangen habe. Gut, der ist natürlich ein bisschen ein Rohrkrepierer. 4000 wäre dann Bewegungsziel. Aber da müsste Trump sich ordentlich was einfallen lassen, dass er seine Wahl noch gerettet kriegt hier. Wir gucken mal. Wir gucken jetzt erstmal die Tage an. Ich bin viel zu positiv. Vorsicht, Vorsicht. Ich bin viel zu optimistisch, dass der nach oben rausgeht. Das ist manchmal auch ein Warnsignal. Weil der Trend ist doch abwärts. Wir haben noch Risiko. Und man muss, im Grunde muss man erstmal noch weiter nach unten sehen, solange bis die 8600 klappt. Und selbst das kann ein Fehlsignal werden halt. Ne? Es gibt nichts, was an der Börse sicher ist. Aber so rein technisch würde ich schon sagen, 8600 und vom Gefühl her, wie die Leute drauf sind, dass die Panik immer mehr zunimmt, der Markt aber ruhiger wird oder gar steigt. Gerade hier am Vortag hat man das gesehen, ne? Ist der Markt deutlich gestiegen, die Nachrichten sind echt schlechter geworden, jetzt hier nochmal ein Abwärtsgap rein, aber extremst ruhig gehalten, nur mal hier ein bisschen Stress reingebracht nach der Öffnung von den Amerikanern, aber auch die wieder ausgekontert. Für mich wirkt es nach einer Stabilisierung, für mich wirkt es nach einem Bodenbildungsversuch, der muss sich jetzt bestätigen. Kriegen wir hier eine Bestätigung, hätten wir Platz bis 9000, kriegen wir über 9000, muss man mit 10.000 und 10.400 rechnen. Das sind jetzt die Erholungsziele auf der Oberseite. Gut, dann mache ich zu, wünsche Ihnen was, bis morgen, ciao.